In the time of my confession, in the hour of my deepest need, in a pool of tears beneath my feet, flood every newborn sea. There's a dying voice within me, reaching out somewhere, toiling in the danger and in the morrows of despair. Have the inclination to look back on any mistake. I cannot behold this chain of events that I must break. In the fury of the moment, I can see the master's hand. In every leaf that trembles, in every grain of sand. Conscience and good cheer. The sun beat down upon the steps of time to light the way, to ease the pain of idleness and the memory of decay. I gaze into the doorway of temptation's angry flame, and every time I pass that way. Peter Roth, warum der Song von Bob Dylan? Ja, mein Leben ist, glaube ich, gedrängt mit Spiritualität. Ich zwar komme aus den 68er Jahren, aus einer politischen Zeit, aber auch in selber einer Zeit, habe ich immer eine Verbindung gehabt zu etwas Größerem, zu etwas, wo über uns ausgeht. Und vielleicht bin ich darum Kirchenmusiker geworden. Und der Dylan ist ja auch ein bisschen belächelt worden, zum Beispiel wegen Slow Train. Das ist eine CD, die ausschließlich, so wie man sagt, halt so im Jargon religiöse Lieder. Aber in Every Grain of Sand, wo ja eigentlich ein Bild aus der Bibel ist, also alles ist zählt, every hair is numbered and every grain of sand, also alles bis zum Kleinsten hat eine Bedeutung, steht in einem grösseren Zusammenhang. Und dem sage ich Spiritualität. Das hat nicht ein Dogma oder ist eine Religion, sondern dass alles eine Bedeutung hat und immer größere Zusammenhang steht. Und das Lied ist ja, so ein sehr poetischer. Man hat schließlich den Nobelpreis für Literatur bekommen, nicht für Musik. Ja. Der Song besteht aus drei Akkorden. Aber der Text ist tief spirituell und tief poetisch wie alle Texte von Dylan. Wie bist du überhaupt zur Musik? Wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen? Du hast gesagt, Spiritualität sei schon immer ein Thema. Was heisst immer? Und hat es irgendeinen Punkt gegeben, wo etwas deutlicher geworden ist? Ja, ich glaube, ich habe so etwas wie eine Initiationserfahrung durchgemacht mit 15. Ich habe hier bei einem Schreiner im Dorf ein Büchergestellzimmer auf die Weihnacht von meiner Mutter. Und dann ist so ein Holzbeig oben runtergekommen und der Schreiner hat mich dann zum Orthopäd gebracht, weil er wollte sicher sein, dass nichts kaputt ist. Und der Orthopäd, der Dr. Senn in St. Gallen, der hat dann herausgefunden, dass ich
dass da zwar alles in Ordnung ist, aber dass ich einen sogenannten Scheuermann habe. Das war ein Mangel an Kalk in den Lendenwirbeln. Okay. Und dann hat er als Therapie hat er mir eine Gipsschale auf den Körper modelliert, zusammen mit seiner Assistentin. Mhm. Dann hat man die trocknen lassen und dann haben die können, unter den Arm nehmen und heim und für ein Jahr in die Schale hineinliegen. Also in der Nacht? Nein! 24 Stunden im eigenen Bett, im eigenen Zimmer. Mit 15 bis 16. Am Frühling nach der zweiten Sekundarschule. Mhm. Und ein Jahr später habe ich dann die dritte Sek gemacht. Und 10 Jahre bin ich nicht einmal aus dem Bett. Und als ich rausgekommen bin, konnte ich nicht mehr laufen. Mhm. Keine Oberschenkelmuskeln mehr und so weiter. Und ich glaube, dort habe ich irgendwie das erste Mal das Gefühl gehabt, dass etwas, das eigentlich nach Katastrophe aussieht, entscheidend kann sein fürs Leben. Weil in diesem Jahr habe ich Klarinette gelernt. Die hat mir ein Kollege von meinem Vater, der hat in der Musik, mit der Blechmusik gespielt, gebracht. Und nachher habe ich mir auf einem Holzbrett habe ich Karton, aus Karton Tasten ausgeschnitten und eine Klaviertastatur gemacht. Bastelt quasi. Bastelt, ja. Mit vorne einem Schaumgummistreifen, so, dass man die Tasten abdrücken konnte und sie sind wieder aufgekommen. Und dann bin ich im Bett gelegen mit dem Ding da auf den Knie und habe Not habe ich vom Klarinette spielen und dann habe ich gelernt, Klavier spielen. Mhm. Ohne dass ich etwas gehört habe. Und so wahrscheinlich aus einer Mischung von schlechtem Gewissen und Belohnung haben wir dann die Eltern ein richtiges Klavier gekauft. Mhm. Und ab dem bin ich Musiker. Und das, wenn du jetzt fragst nach Spiritualität, ich glaube, es geht immer um den grösseren Zusammenhang. Wir leben in einer Welt, wo es um schnelle Gewinn, schnelle Erfolg, es muss alles grad sein. Aber der Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe, der hat mal gesagt, man kann das Leben nur rückwärts verstehen. Leben muss man es vorwärts. Ich habe natürlich den Spruch erst 20, 30 Jahre später mitbekommen. Aber ich glaube, das ist eigentlich Spiritualität, dass man etwas erlebt, was man bewusst erlebt, ohne dass man gerade weiß, ob man damit berühmt oder reich oder es ist etwas wert. So bin ich zu der Musik gekommen. Und das begleitet dich das ganze Leben? Ja. Musik respektive noch eher Klang? Ja, in dieser Zeit im Bett habe ich viele Radiosendungen gelassen mit dem Joachim Ernst Behrer. Hat das Berliner Jazzfestival geleitet, ich glaube auch gegründet. Und es waren fast ausschließlich Jazz-Sendungen. Und ein paar Jahre später, also 20 Jahre später, hat er dann ein Buch geschrieben, ich glaube, es war 83 oder 84, Nada Brahma, die Welt ist Klang. Und dort haben dann zuerst mal etwas gehört von Obertönen und von was Klang ist, von Resonanz. Und irgendwie bin ich dann, wie du schon gesagt hast, hat mich eigentlich der Klangaspekt hat mich dann sehr angefangen zu interessieren. Und letztlich,
den Schwingungsaspekt. Mhm. Und weil ich jetzt nicht der Einzige bin, der während dem Schulmusikstudium gemacht hat, in Zürich, 68 bis 73. Ich war aber nicht der, der 8-9 Stunden im Tag von 4 üben konnte. Ich war dann viel auch in der ETH und habe über Quantenphysik Vorlesungen gehört. Schon damals, ja. Ja. Mhm. Ja. Das sind natürlich nicht. Das war nicht eine Quantenphysik-Formel, sondern eigentlich die philosophischen Konsequenzen aus der Quantenphysik, dass alles über Schwingung verbunden ist. Was heisst das? Das ja, was heisst das? Das ist die wichtigste Sicht. Ja. Ja. Auf einer Ebene heisst es, dass man alle Handlung, die man macht, hat eine Auswirkung auf das Ganze. Später in der, so in der indischen Philosophie ist dann dafür das Karma. Also, dass man nicht als isoliertes Wesen handeln kann, ohne dass es auf das Ganze einen Einfluss hat. Das ist so die eine Seite auf der Handlungsebene. Und die andere Einsicht ist, dass im Potenzial, im Quantenpotenzial, ein anderes schönes Wort dafür ist, im Meer der Möglichkeiten, schon alles vorhanden ist und sich dann aber zeigt. Und also, dass wir eigentlich in einem Meer von Schwingung existieren und unserem Bewusstsein filtern wir nachher aus dem Meer der Möglichkeiten, aus dem Quantenpotenzial, da raus, wo wir sagen, das ist jetzt Realität, du auf dem Stuhl, die Kamera und so weiter. Also, dass alles schon da ist, aber sich über das Bewusstsein zeigt. Und das ist ja also der Heisenberg und alle, wo Hans-Peter Dürr und alle, wo sich mit Quantenphysik beschäftigt haben, sind am Schluss bei einer Spiritualität gelandet. Jenseits von allen Formeln, einfach aus der philosophischen Einsicht. Und das hat sich dann natürlich wunderbar vertreibt mit Konzept vom Klang, wo Schwingung ist, wo über Schwingung alles verbunden ist. Und der letzte Baustein, der jetzt dazu kommt, ist das Buch von Hartmut Rosa, Resonanz. Da bin ich im Montagsforum zu Galle vor etwa anderthalb Jahren hat er einen Vortrag gehalten. Und er ist eine Viertelstunde Sport gekommen, wegen Stau auf der Autobahn. Er ist an der Universität Jena und ist Soziologieprofessor, hat aber ein Buch geschrieben über Resonanz. Und er hat er ist reingekommen und ist angestanden, PowerPoint nicht. Und die ersten zwei Sätze haben sich in meinem Kopf eingemeißelt. Der erste heisst, seit dem 18. Jahrhundert bewegen wir uns immer schneller und haben immer weniger Zeit. Zweiter Satz, seit dem 18. Jahrhundert erschliessen wir uns immer mehr Welterfahrung, aber wir erleben immer weniger. Und seine Diagnose, es ist die fehlende Resonanz. Also, mit? Resonanz mit? Resonanz ist ein Beziehungsgeschehen. Also das physikalische Experiment sind zwei Stimmgabeln. Und du kannst eine anschlagen und dann wird die immer leiseliger. Und dann fängt die andere an zu schwingen und wird immer lauter. Unverbunden? Ja. Und zwar die Distanz spielt, also da kommt dann auf die Größe von der Stimmgabel an. Und es sind zwei Voraussetzungen. Sie müssen gleich gestimmt sein. Und die eine darf nicht blockiert sein. Die, die mitschwingt. Und
für uns Menschen heisst das, wir können nur in Resonanz zu einem Mensch, zu einem Tier, zu einer Pflanze, zu was immer gehen, ohne Vorstellung. Mhm. Ohne Erwartung, ohne Konzept, ohne Urteil. Weil dann erlebst du eigentlich deine Vorstellung oder dein Urteil. Oder. Und das ist wieder eine spirituelle Sicht. In Resonanz, in Beziehung treten, kann ich nur, wenn ich keine Erwartung habe. Und ich bin dann so eigentlich bei der Mystik gelandet, beim Rumi. Empty your glass of desire. Leere das Glas deiner Wünsche, deiner Vorstellungen, deiner Urteile. Und so hängt das alles zusammen. Aber der Anker ist Klang, Musik. Wenn zwei Menschen in Resonanz kommen, heisst das, dass sie sind gleich gestimmt und keiner blockiert? Ja, kann man so sagen. Gleichgestimmtheit, für das haben wir das Wort Sympathie. Also, du kannst auf jemanden zugehen und spürst sofort, mit dem oder mit der kann ich es. Oder das ist ein bisschen schwierig oder das ist mir ein bisschen fremd, oder? Das wäre Gleichgestimmtheit. Und Blockierung ist, dass ich auf jemanden zugehe und schon weiss, was ich von dem will. Oder schon weiss, was daraus wird. Oder? Also im Sinn von einer Erwartung oder Vorstellung. Jetzt bist ja du gleichzeitig ein Meister von der Vorstellung. Wenn ich anschaue, was du mit der Klangwelt Toggenburg beispielsweise erschaffen hast oder erschaffen lassen hast, ist ja das das Gegenteil von keine Vorstellung haben. Ja, das ist eine interessante Frage. Die Vorstellung ist eben immer konkret. Und ich würde jetzt dem nicht Vorstellung sagen, sondern es ist eher ein Impuls. Es ist ein Impuls. So, wenn ich jetzt ein Esoteriker wäre, würde ich sagen, es ist eine Botschaft ans Universum. Oder? Aber wie sich es denn materialisiert, da habe ich. Ich glaube, da ist. Also, Klangwelt ist ein super Beispiel dafür. Ich hatte nie eine Vorstellung gehabt, wie was, konkret? Nein. Ich einfach das Naturfreundhaus Seegötli, da ist die Naturfreund Winterthur sind Konkurs gsi und dann ist da gestanden Naturfreundehaus Seegötli zu verkaufen. Ich habe gefunden, da könnte man doch ein Kurshaus draus machen, so ein kleines Monte Verita oder zum Thema Klang und so. Aber ich habe doch nie, also jetzt gibt es einen Klangweg, es gibt, ja, du weißt ja, bei uns geschafft. Es gibt Festivals, es gibt Klangschmied. Jetzt baut der Kanton dann ein Klanghaus am Schwendisee oben. Das ist, ich hatte keinen Plan. Da ist alles entstanden, aber ich glaube, Impuls ist, glaube ich, das beste Wort. Ich hatte einen klaren Impuls. Und dann bist du gefolgt. Und dann bin ich gefolgt. Ja. Und es ist immer machen oder handeln, Entscheidungen fällen, Arbeit. Aber es ist gleichzeitig auch immer hören. I'm hanging in the balance of the reality of man. Das ist ein Zille aus Every Grain of Sand. Und da habe ich das ganze Leben konkret erfahren. Es ist ein Hängen in der Balance zwischen dem Spüren, Lassen, Intuition und Handeln, Entscheiden. Und auch nachgehen? Sicher. Dort sind wir dann beim Gandhi. Das Prinzip von der Gewaltlosigkeit. Also nicht etwas erzwingen, sondern
in Resonanz gehen und dem folgen. Folgen hat ja eine Doppelbedeutung. Folgen im Sinn, uns hat mal als Kind gesagt, du folgst nicht. Genau. Aber folgen ist ja auch etwas im Nachgehen. Ja, es ist wirklich die Balance. Kann man sagen, zwar mit einem Bild, aber ohne Erwartung, dass es so muss kommen. Oder vielleicht eine Ahnung von etwas, was könnte werden, aber noch keine konkrete Vorstellung. Weil mit der Vorstellung, eben Stimmgabel-Experiment, entsteht immer eine Blockierung und dann muss man etwas erzwingen. Und etwas, wo man erzwingt, hat keinen Bestand oder hat keine positive Energie. Also dort kommt dann eben das Quantenprinzip, dass meine Handlung aufs Ganze einen Einfluss hat. Vorhin hat man gesagt, so wie man in den Wald ruft, tönt es zurück. Also es ist immer ein Feedback auch aufs eigene Befinden. Man kann nicht etwas Destruktives, etwas Negatives machen oder sagen, ohne dass es auf einem zurückschlägt. Rein physikalisch. Für das muss man gar nicht religiös sein. Klangwelt ist ja ein Universum oder ein Multiversum. Du bist einerseits Initiator, andererseits bist du aber auch Musiker und Komponist. Du hast gesagt, Kirchenmusiker. Wie bringst du dich in die Klangwelt ein? Ja, das hat natürlich eine Geschichte. Ich hatte immer wieder unterschiedliche Funktionen. Ich bin ursprünglich eigentlich der Idee hatte. Genau. Ich bin zum Wiesi Ebner durch das Büro. Er war hier gerade Gemeindepräsident. Und hat gesagt, du, die Erfahrung vom Seguetli zeigt, dass man mit Klang kann, so eine kleine Kurspension über Wasser hat. Und jetzt, wo die Winter immer kürzer werden und auch ein Ganzjahrestourismus gefragt ist, ein Tourismus, der auch Sinn stiftend ist, wo Natur verbunden ist und zusammen mit unserer Alpkultur. In Resonanz ist wieder mit der, oder? Ja, wäre doch da ein Thema. Ja. Also dort war ich so der Impulsgeber. Und dann bin ich einfach... Mir hat mal jemand gefragt, hast du eigentlich Weber als Vorfahren? Ich dachte, wow, Weber, ich heiße Roth. Nein, Weber. Ja. Beruf. Ja, nichts anfangen mit dieser Frage. Und dann hat die Person gesagt, du bist einfach ein fantastischer Networker. Also du musst irgendwie ein Weber-Gen haben. Und nachher war es das Weber-Gen, das war meine Funktion. Und künstlerische Leiter dann in deiner Zeit. Und nachher ist aber auch wichtig geworden, mich wieder aus dem rauszunehmen, dass es nicht ein Peter-Roth-Projekt wird. Und jetzt mit Christian Zender als künstlerischer Leiter habe ich natürlich eine Perle gefischt für die Klangwelt. Und jetzt habe ich mich aus dem Operativen ganz zurückgezogen. Ich gebe ab nächstes Jahr keine Kurs mehr. Ich bin neu in der Stiftung und bis zur Eröffnung des Klanghauses begleite ich noch den Klangcampus. Weißt, die ganze Infrastruktur ums Klanghaus mit Verpflegung und Schlafen, wo man so
in einem gemeinsamen Reservationssystem zusammenfassen. Aber natürlich nicht als Projektleiter, einfach als Begleiter, Ratgeber, Vernetzer. Und im 84, wenn die Schlüssel übergab, ist vielleicht bin 24. Ich noch, 24. Ja. Ich bin dann eben 80 im 24. Ja, ja genau. Vielleicht bin ich dann noch in der Stiftung ein paar Jahre. Aber grundsätzlich bin ich dann raus. Und das tut mich ganz wichtig, dass man etwas initiieren kann, gut begleiten und dann aber sich im richtigen Moment auch wieder draussen. Ich meine eigentlich auch den Teil des Musikers, wo du ja immer gewesen bist, Komponist mit eigenen Werken, die von dir aufgeführt werden oder von anderen. Also jetzt, wenn du es auf das Toggenburg anwendest, sind natürlich die zwei Chöre, die ich im Toggenburg hatte. Der Jodelclub Sentisguess und der Reformiertkirchchor von Alt-Sankt-Jan. Der Reformiertkirchchor von Alt-Sankt-Jan hat 39 Jahre dirigiert. Als sie mich angefragt haben, habe ich gesagt, ja, ich mache es mal ein halbes Jahr. Aber das war im 73, aber ihr müsst unbedingt weitersuchen. Und dann habe ich angefangen zu komponieren für den Kirchenchor. Ich war hier Sanitätshilfsdienstsoldat und dann haben wir das Grabs exerzieren mit Tragbaren. Weil wir hatten einen traumatisierten Kommandanten, weil der hat eine Truppe ohne Gewehr und da hat man mit der Tragbare exerziert. Okay. Und dann habe ich irgendwie nach zwei Stunden gesagt, wir können da viel mehr machen. Ja. Dann bin ich dort in ein ganz schönes Amtshaus, ein historisches Gebäude mit einem Kellergewölbe. Und dann bin ich dann dort 3 Tage und 3 Nächte Arrest gehabt. Okay. Und dann haben sie mir 2 Bücher mitgegeben. Bibel und das Dienstreglement. Und ich war absolut kein Bibelleser, aber jetzt immerhin noch im Dienstreglement vorzogen. Und dann habe ich da aufgeschlagen. Ich muss noch sagen, es hat so 2 Oberlichter und es hat kein Tageslicht gehabt. Und dann ist dort gestanden, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesaja 9. Da habe ich gedacht, oh, erinnert mich ein bisschen an meine eigene Situation. Ja. Und das war interessant, dann haben die Wörter angefangen zu tönen. Also dann habe ich entdeckt, dass ich, blöd gesagt, kann komponieren kann. Also dass es einfach irgendwie das angefangen hat zu tönen, was da steht. Und dann habe ich einen, der in der Küche geschafft hat, die hatten immer etwas mehr Freizeit. Ich habe gesagt, er soll auf Books Notenpapier kaufen. Dann hat er es dann unter dem Teller in mein Verlies geschmuggelt. Und dort habe ich das aufgeschrieben. Und, Was du aber gehört hast? Ja. Oder gesehen hast? Oder? Gehört. Das, was ich gehört habe. Ja, Musik studiert. Ich habe gewusst, wenn man etwas, was man hört, aufschreibt. Und dann habe ich das mit in den Kirchenchor genommen und ab dann ist das irgendwie eine Liebesbeziehung geworden zwischen dem Chor und mir. Ich habe einfach immer wieder geschrieben. Und wenn ich mal Mendelssohn oder Bruckner oder etwas machen wollte, haben sie gesagt, gut, das singen wir jetzt, aber nachher musst du selber wieder etwas bringen. Jodelclub baut, Toggenburger Psalmen und so. Und ich glaube, das ist die Basis geworden von Klangwelt. Weil die von diesen Chören und auch von den anderen, wir hatten ja 6 Chöre in Alt-Sankt-Jan, und die haben auch die Kompositionen von mir gesungen. Und die haben irgendwie von Anfang an gewusst, um was es eigentlich geht. Gespürt, meinst du? Gespürt. Und auch sich erlebt, indem sie es gesungen haben. Oder? Die einen haben gesagt, der Rot ist ein Linke, die anderen haben gesagt, der Rot ist ein Esoteriker. Aber
die in den Chor gesungen haben, haben gespürt, dass ich eine Musik, also dass ich eine Musik für sie schreibe, wo ihnen vielleicht auf den Leib geschneidert ist. Aber weil es immer Elemente aus der Klangkultur, von der Alpkultur gehabt. Rund um den Sentis haben wir ja mit dem Naturjodel im Alpsägen Schellen, Hackbrett, Tallerbäcki, haben wir ja eine ganz reiche Oberton-, Naturton-Kultur. Oder? Ich habe zum Beispiel jetzt nie das Cembalo oder Torgle als Continuo-Instrument in meinen Kompositionen, sondern immer das Hackbrett. Und sie sind in meinen Kompositionen auch ihrer eigenen Kultur begegnet. Und als ich mit diesen Kursen angefangen habe und später, als wir mit Klangwelt angefangen haben, haben sie gespürt, um was es da geht. Und ich glaube, bei allem Widerstand, 20 Jahre lang gegen das Projekt, hat sich es durchgesetzt, weil immer mehr Menschen in Resonanz gekommen sind mit dem Thema Klang. Und in dem Sinn haben natürlich zuerst einmal die einheimischen Chöre, später aber auch Chöre, die Kompositionen von mir gesungen haben und dann für Singwoche ins Dogburg gekommen sind und sicher nachher auch für Singwoche ins Klanghaus kommen. So ist über mein Musiker sein und Komponist sein, das war auch ein Teil des Netzwerks. Mich hat mal tief beeindruckt, nach einer kontroversen Gemeindeversammlung, links und rechts einander auf den Grind gegeben. Dann sind wir zusammen, ich war auch dort als Gast in Beiz. Und irgendwann hat jemand angefangen mit einem Ton, mit einem Naturjodel. Das war tief beeindruckend, wie plötzlich alle dann in Einklang gekommen sind. Also vorher im Kampf und nachher im Einklang. Das ist, glaube ich, das, was du auch vorher damit ein bisschen angetönt hast mit dem Thema. Sie haben auch gespürt, dass es ihres ist. Es ist mit ihnen, es macht etwas. Und die Musik, habe ich erfahren, der Klang macht etwas mit einem. Ja, das finde ich ganz ein schönes Beispiel, was du jetzt da sagst. Ich glaube, wenn wir mehr würden singen und weniger reden, sehe ich es anders aus in der Welt. Weil im Singen gibt es kein Missverständnis. Im Singen ist die Bedingung, die zwei Bedingungen von Resonanz erfüllt. Du bist gleich gestimmt. Wir sagen ja, in dem Grad haben, wenn man rund, eben eine oder eine anfängt, wenn man nachher einstimmt. Und man ist nicht blockiert. Weil man nicht eine Vorstellung hat, ob es da gut oder schlecht oder ob jetzt da jemand etwas zahlt dafür oder nicht. Sondern es ist einfach. Und ich glaube, da ist, um jetzt wieder auf den Begriff zurückzukommen, letztlich ist das eine spirituelle Erfahrung. Und wenn wir wollen, das Projekt Homo sapiens eine Fortsetzung hat, dann glaube ich, geht es nur darum, in Resonanz zu kommen wieder mit natürlichen Kreisläufen. Und nicht einfach sich bedienen an der Natur. Ich habe jetzt meine neueste Komposition, die ich jetzt am 12. März starte mit der Probe, heisst Missa Gaia. Ein großer Gesang für Mutter Erde. Gaia, die Erde als Lebewesen und nicht einfach als ein Klumpen Materie, wo man sich bedienen kann. Ja, und
Ich glaube, singen, Musik machen, Klang ist eine wunderbare Möglichkeit, um in Resonanz zu kommen. Und damit in eine Resonanz ist eine Beziehung. Und das ist jetzt auch im Leitbild von Klangwelt Toggenburg, ist das Resonanzmodell, also in Resonanz mit sich selber, in Resonanz mit dem Du, in Resonanz mit das Wir, da wäre es interkulturell, interreligiös, und in Resonanz mit dem Es, da wäre so die spirituelle Dimension, also die individuell, die soziokulturell, die interkulturell und die spirituell. Und in dem Sinn, glaube ich, hat Klangwelt Toggenburg ein unglaubliches Potenzial, auf all diesen Ebenen sich weiterzuentwickeln. Und ist letztlich ein Friedensprojekt im Interkulturellen und ist letztlich auch ein tief ökologisches Projekt im, so auf der Es-Ebene. Wie meinst du das? Ja, wenn man mit der Schöpfung in Kontakt kommen, dann verhalten wir uns auch nachhaltig, suffizient. Und wenn wir unverbunden sind mit der Natur, mit den natürlichen Prozessen, mit der Erde als Wesen, dann sind wir so in einer Macher-, Bediener-, uns Bediener-Mentalität, wo wir aus allem möglichst viel Geld machen. Aber schon der Häuptling Seattle hat gesagt, eines Tages werdet ihr entdecken, dass man Geld nicht essen kann. Wann ist Premiere? Am 27. November in der Kirche St. Maria Neudorf, St. Gallen. Ah ja. Also Mother Mary meets Mother Earth. Okay. Und am 3. Dezember sind wir zu Tüfe, der reformierten Kirche, Grubenmann-Kirche, akustisch wunderbar. Und am 4. Dezember sind wir im Grossmünster, Zürich, mit dem Chorprojekt St. Gallen. Ein Frauen-Terzett, Geschwister Küng mit dem Hackbrett. Super. Und der Toni Mazzalani, der ist ein Palästinenser, der in Israel aufgewachsen ist, der in Zürich lebt und ein Perkussionist. Okay. Der spielt den Tarabuka, Hang, Berimbau, Djembe. Okay, okay. Ja. Wunderbar. Also eine schöne Perspektive. Ja. Auch eine schöne Perspektive. Du hast gesagt, am 24. Wirst du 80. Wenn du zurückschaust aufs Leben, ist es das eine. Wenn du vorwärts schaust, was steht noch an? Ist noch Musik, weiter Musik im Kopf oder Klang, die sich noch manifestieren wollen? Ja, ich denke, man kann ja nicht am Tag einfach sagen, jetzt bin ich kein Musiker mehr. Also wenn ich jetzt noch einen poetischen Schluss machen so im Sinn von Bob Dylan, würde ich vielleicht sagen, ich habe mein ganzes Leben mit Klang beschäftigt und irgendwann wäre ich selber zum Klang. Danke vielmals, Peter Roth.